Griechenlandreise, hallo, mein Name ist Thomas Kunert und heute möchte ich Sie zu einem meiner Lieblingsziele in Griechenland, der ionischen Insel Korfu, entführen. Korfu ist die wichtigste Insel der Inselgruppe der ionischen Inseln. Sie liegt im äußersten Nordwesten von Griechenland, fast eingeklemmt zwischen Italien zur Linken und Albanien und dem Epiros zur Rechten. Wissenswertes über Korfu. Korfu. Im Norden hochaufragende Berge, im Süden geschwungene Hügel und soweit das Auge reicht, ein Meer von Olivenbäumen und Zypressen. Diese langgestreckte grüne ionische Insel hat viele Gesichter. Frohnaturen, die buntes Strandleben und internationale Atmosphäre lieben, sind in den Urlaubszentren in der Nord- und Ostküste bestens aufgehoben. Menschen der leisen Töne kommen an die Westküste. An den steil abfallenden Felsen dieser Küste finden nur wenige Dörfer Platz. Zwischen den zerklüfteten Felsen entdeckt man immer wieder kleine versteckte Sandbuchten. Ein mildes Klima und eine traumhaft schöne, üppige Vegetation zeichnen diese ionische Insel aus. In den Ebenen finden sie fruchtbare Gärten und Plantagen. Die bis 1000 Meter hohen Berge sind mit Pinienwäldern, Oliven und Zypressenbäumen bedeckt. Korfu war schon immer eine Insel mit großer Anziehungskraft. Gekrönte Häupter wie der Alexander der Große, Philipp von Mazedonien und Elisabeth von Österreich verweilten hier auf Korfu häufig. Korfu verfügt über einige schöne Strände, die an der Ostküste oft dunkelsandig und teilweise mit Kieseln durchsetzt sind, die Badebuchten an der Westküste dieser griechischen Insel mit teilweise kilometerlangen Sandstränden sind von einer herrlichen grünen Gebirgslandschaft umgeben. Diese Strände, die zahlreichen Baudenkmäler aus der Antike, der byzantinischen Epoche besonders geballt in Korfu statt, aber auch die kleinen Hafenstädtchen wie Palaeokastritsa und malerischen Dörfer wie Afionas, Liapades und Agios Georgios mit ihren Cafés, Tavernen und Fischrestaurants machen Korfu zu einem beliebten Reiseziel. Anreisemöglichkeiten nach Korfu. Den Sommer über lässt sich die Fluganreise nach Korfu denkbar einfach gestalten. Von Mai bis Oktober fliegen diverse Charterfluggesellschaften die Insel direkt an. Klassische Flugtage dieser Flieger sind Samstag und Dienstag. Ansonsten gibt es ganzjährig auch innergriechische Verbindungen ab Athen und ab Thessaloniki. Besonders bei meinen österreichischen Gästen beliebt sind die zahlreichen Fähren ab Italien. Diese machen es möglich, dass man mit dem eigenen Fahrzeug von Ancona oder von Venedig aus direkt nach Korfu oder wenigstens zum gegenüber der Insel liegenden Hafen von Igoumenitsa gelangt. Da von Igoumenitsa aus mindestens drei Fährgesellschaften mehrmals pro Tag nach Kerkeda, Korfu Stadt, auslaufen, hat man im Sommer praktisch stündlich eine Verbindung nach Korfu. Der größte Vorteil einer solchen Fährüberfahrt ist sicherlich, dass man sich den Mietwagen auf Korfu sparen kann, was gerade bei längeren Aufenthalten zweifelsfrei die Urlaubskasse ordentlich entlasten dürfte. Und zu guter Letzt auch hier wieder eine Diashow mit Impressionen dieser grünen Insel.